Herzlich willkommen zum zweiten Teil der DIN 4-Reihe. Hier fangen wir damit an, womit wir im letzten Tutorial aufgehört haben. Wir wissen, das Massenträgheitsmoment ist das Pendant zur Masse bei Betrachtung von Drehbewegungen. Das Massenträgheitsmoment ergibt sich aus der Summe der quadrierten Abstände der einzelnen Körperpunkte zur Drehachse. Dies bedeutet, je weiter weg sich ein Körperpunkt von der Drehachse befindet, desto größer ist das Massenträgheitsmoment. Deswegen ließ sich der Bürostuhl im vorigen Tutorial leichter drehen, wenn ich meine Füße angezogen habe, als wenn ich meine Füße und Hände gestreckt habe. Das Symbol für die Massenträgheit eines Körpers ist I und deren Einheit ist Kilogramm mal Meter zum Quadrat. Es lässt sich mittels folgender Relation berechnen. I ist gleich die Summe aus den Massen der Körpersegmente multipliziert mit deren Abständen zur Körpermasse. Bitte beachtet, der Abstand eines Körpersegments hat quadratischen Einfluss auf die Massenträgheit. Kommen wir nun zu einem weiteren rotatorischen Fachbegriff. Hier geht es um den Drehimpuls. Der Begriff Impuls wurde bereits im Kapitel zuvor, wo es um Translation ging, erläutert. In diesem Fall wird der Begriff auf die rotatorischen Bewegungen übertragen und als Drehimpuls bezeichnet. Für den normalen Impuls, welcher uns aus der Translation bekannt ist, lautet die Formel P ist gleich M mal V. Sprich Masse mal Geschwindigkeit. Für den Drehimpuls müssen wir die Translationsparameter durch die Rotationsparameter ersetzen. Die Masse m wird durch das Massenträgheitsmoment i ausgetauscht und die Geschwindigkeit v durch die Winkelgeschwindigkeit klein Omega. Lasst euch von den Pfeilchen über den Buchstaben nicht verwirren, das ist lediglich die vektorielle Schreibweise. Bei dieser Schreibweise ist sehr gut zu sehen, dass die Parameter m und i lediglich Gewichtungsfaktoren sind. Links von der Gleichung steht ein Vektor, einmal p und einmal l, und rechts von der Gleichung steht ein Vektor, einmal v und einmal Omega. Die Skalare m und i gewichten lediglich ihre Folgevektoren. Im ersten Teil zur DIN-4-Reihe haben wir gelernt, dass sich das Drehmoment auch beschreiben lässt als Massenträgheitsmoment i mal Winkelbeschleunigung alpha. Wir sehen, dass diese beiden Ausdrücke erschreckend ähnlich aussehen. Der einzige Unterschied ist, dass beim Drehmoment die Winkelbeschleunigung eine Rolle spielt und beim Drehimpuls die Winkelgeschwindigkeit. Das Drehmoment spielt bei Drehbewegungen die gleiche Rolle, die die Kraft bei Translationsbewegungen spielt. Und der Bewegungszustand einer Drehbewegung kann mittels der Erhaltungsgröße Drehimpuls beschrieben werden. Des Weiteren kann der Drehimpuls L aus dem Kreuzprodukt zwischen Abstandsvektor R und Impuls P berechnet werden. Somit stehen alle drei Vektoren L, R und P senkrecht zueinander. In der Mathematik spricht man auch orthogonal zueinander. Das heißt, der Winkel zwischen zweier Vektoren beträgt jeweils 90 Grad. Ist einem die vektorielle Schreibweise zu kompliziert, so kann man sich einer anderen Schreibweise bedienen, und zwar ist L gleich das Produkt aus der Länge R, dem Impuls P und dem Sinus eines gewissen Winkels Theta. Was genau dieser Winkel Theta ist, ist in dieser Grafik hier abgebildet. Oft passiert es nämlich, dass die Wirkungslinie des Impulses P nicht orthogonal zum Abstandsvektor steht. Somit kann nicht der gesamte Impuls P übertragen werden, sondern nur ein gewisser Anteil des translatorischen Impulses P geht in den Drehimpuls über. Und genau dieser Anteil ist festgelegt durch den Sinus aus dem Winkel Theta. Wir können das Ganze mal exemplarisch durchspielen. Setzen wir für den Winkel Theta den Wert 90 Grad ein. So ergibt der Sinus von 90 Grad den Wert 1. Und die obere Formel für den Drehimpuls gleicht der unteren Formel. Dies ist der Fall, wenn der translatorische Impuls senkrecht auf den Abstandsvektor trifft. Hier rechts seht ihr noch eine andere Schreibweise für das Drehmoment, und zwar ist dieses definiert als die Änderung des Drehimpulses über die Zeit. Und genau dafür verantwortlich ist der Drehimpulsstoß. Auch hier gibt es wieder gewisse Analogien zur Translation. Den Kraftstoß kennen wir ja bereits, das ist die Änderung des Impulses über einen bestimmten Zeitraum. Dafür verantwortlich ist eine einwirkende Kraft. Bei der Rotation sieht das so ähnlich aus. Hier haben wir eine Änderung des Drehimpulses L über einen bestimmten Zeitraum T1 bis T2 wieder, deswegen das Integrationszeichen. Innerhalb dieses Zeitintervalls wirkt keine Kraft, sondern ein Drehmoment. Tschüss und auf Wiedersehen.